Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Shield Hero Collab ist mal wieder nach 1,5 Jahren back. Und diesmal bringt es zwei neue Charaktere mit sich, nämlich Glass, die ihr hier schon seht, und Victoria. Ich will unbedingt Victoria haben, aber natürlich auch Glass, aber von der Strongness, also wer stärker und sowas ist, natürlich eher Victoria. Von den alten Charakteren erhoffe ich mir tatsächlich hoffentlich niemanden, außer wenn ich wirklich einen alten Charakter bekommen sollte, dann Naofumi. Denn wenn ihr mich schon lange verfolgt, wisst ihr ja, habe ich Naofumi und die anderen schon. Ich habe Naofumi, ich habe Raftalia, ich habe Philo, wenn ich sie finden würde. Ich habe Philo und ich habe Kizuna. Ich habe alle alten Shield Hero Collab Charaktere schon gezogen im ersten Run von dem Collab und vielleicht bekomme ich ja jetzt schon die beiden neuen Charaktere. Wie viele Gems wir reinmachen werden, habe ich mich noch nicht entschieden. Vielleicht sind es nur 200, vielleicht gehe ich aber auch bis zu 300. Das weiß ich noch nicht genau. Ich gucke, wie meine Laune es sagt. Vielleicht sehen wir jetzt in der ersten Multi beide Charaktere und dann wird es ein 2-minütiges Video. Was soll ich denn sagen? Let's go, würde ich sagen. Ich war ja noch nicht ganz sicher, ob ich reinsammeln sollte. Aber ich habe jetzt in den letzten paar Tagen Shield Hero zu Ende geschaut, die dritte Staffel. Und da habe ich gesehen, ey, Shield Hero, richtig cooler Anime. Ich liebe den ja auch so einfach schon. Und jetzt habe ich richtig Hype auf Shield Hero bekommen und habe gesagt, ey, schon richtig Bock, einfach jetzt hier rein zusammen. Deswegen machen wir das auch. Das sieht aber ganz gefährlich nach einem Shaft aus. Ist es auch leider. Und ich hoffe einfach mal, dass ich wenigstens eine neue Unit ziehe. Ich weiß nicht, ob es wirklich so wahrscheinlich ist, dass wir sie ziehen werden. Keine Ahnung. Ich würde aber an eurer Stelle noch warten bis zu meinem morgigen Video. Da gehe ich darauf ein, ob ihr hier sammeln solltet. Deswegen, wenn ihr noch warten könnt, wenn ihr sagt, ey, ich warte lieber noch auf eine Meinung von einem anderen oder sowas, und gucke, ob es sich hier wirklich lohnt, dann wartet am besten noch, wenn ihr sagt, ey, Shield Hero, auch einer meiner Lieblingsanime oder ich liebe den Anime auch einfach so und ich will unbedingt reinsammeln, dann sammeln natürlich, gar keine Frage. Aber wenn ihr wirklich auf eine Meinung hören wollt, dann schaut euch das Video, was ich morgen mache, an. Heute geht es wirklich nur darum, sie zu ziehen, bei mir auf meinem Account. Bis jetzt sieht es nicht gut aus. Ich lasse es mal durchlaufen. Wir gucken, welche Schrift es hat. Weil es ist die vielversprechendste Multi, die wir bis jetzt hatten. Gar nichts ist es. Alles klar, skippen wir. Wow. Holy shit. Holy shit. Komplette R-Multi. Das ist crazy. Das ist crazy. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einfach nur unlucky sind. Oder ob wir halt einfach nur keinen Charakter jemals bekommen. Kork, aber kein... Das sieht nicht gut aus. Wir bekommen nicht mal irgendeine SSR. So ein Problem ist nämlich. Wir haben bei 120 Gems nicht eine SSR gezogen. Wir sind schon fast die Hälfte drinne gerade. Wir sind schon fast die Hälfte drinne gerade. Das ist schon crazy. Das ist schon mies crazy. Noch immer keine. Gut, jetzt wenigstens heller Himmel. Vielleicht ein Counter mit dem Schwert, aber eher unwahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich. Wir lassen ihn trotzdem durchlaufen, weil das ist jetzt auf jeden Fall die vielversprechendste Multi, die wir bis jetzt hatten. Hoffen wir einfach mal, dass die Schrift jetzt gut ist und irgendwie noch was kommt. Wir ziehen wirklich keine SSR? Gar keine? In 300 Gems? Niemals. Niemals, Bro. Niemals. Come on, Digga. Come on. Niemals. Niemals. Das wird nichts. Gar nichts. Wir sind bei 150 Gems jetzt angekommen. Die Hälfte, straight up. Und wir haben noch keine SSR gezogen. Das ist wirklich ehrenlos. Das ist wirklich ehrenlos. Ja, hoffen wir mal, dass wir sie jetzt in den nächsten 150 Gems ziehen. Weil ich habe eigentlich nicht vor, weiter zusammen tatsächlich. Ich habe nicht vor... Oh, das ist ein gutes Schwert. Aber Animation-wise, okay. Könnte ein Counter sein? Könnte ein Counter sein? Nee. Komplett schlechte Multi. 180 Gems, keine SSR. 180 Gems und keine SSR. Das könnten meine schlechtesten Sums von 2024 sein und auch bleiben. Das ist crazy. Das ist crazy. 210 Gems und keine SSR. Holy. Oh mein Gott. So ein Chef hatte ich schon lange nicht mehr. Oder überhaupt, ich glaube, das ist der crazyste Chef, den ich jemals hatte. Wirklich. The One Ultimate Escono, da wurde ich auch missgeschäftet, muss ich sagen, muss ich sagen. Aber da habe ich SSRs gezogen, nur halt nicht The One Ultimate.
Ich habe 210 Gems ausgegeben. Wenn man jetzt halt die Ticket Multi auch als Gem bezeichnet. Und ich habe keine einzige SSR gezogen. Das ist crazy. Das ist really crazy. Okay, Lost Van. 210 Gems, keine SSRs. Das ist wirklich ehrenlos. Das war gerade auch wirklich ehrenlos und schwanzig. Muss man halt einfach sagen. Holy shit, Digga. Holy shit. Wenigstens tut jetzt Lost Van einfach unsere Streak, also diese Streak einfach killen, Digga. Jetzt vielleicht bekommen wir ja mit Lost Van auch Glass oder Victoria. Wenn ich jetzt mit Lost Van irgendein Dinger bekomme, irgendein Jeff, Bro, dann raste ich aber aus. Dann raste ich aber aus. Come on, mach nicht so jetzt. Mach nicht so jetzt. Zwei SSRs, komm, zwei SSRs. Hätte ich mich schon gegönnt, tatsächlich. Komm, lass mich einfach durchlaufen. Ist relativ in der Mitte. Wenn es jetzt am Ende gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, geskippt. Keine Ahnung, aber. Das ist wirklich aber crazy. Das ist wirklich crazy. Ich glaube, nach der sollte nochmal eine SR kommen und dann nach dieser kommt jetzt die SSR. Nee, doch nicht. Lol. Nach dieser, nach Diane, nach Diane. Yes, sir. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Frey. Oh. Er ist noch nicht 6-6, aber Bro. 210 Gems und dann bekomme ich einen Frey, Bro. 210 Gems. 240 Gems. 240 Gems und dann bekomme ich einen Frey. Ich habe 240 Gems gebraucht, bis ich eine SSR gezogen habe. Bis ich eine SSR gezogen habe. Das ist wirklich ehrenlos. Das ist wirklich ehrenlos. Vielleicht sehen wir aber noch eine. Keine Sonne, kein gar nichts. Ultimate SR, nee, Ultimate S, genau. Escon Animation hatte ich auch schon lange nicht mehr. Warum werden wir so weggeschäftet? Letzte Multi. Letzte Multi. Das ist wirklich ehrenlos. Das ist wirklich ehrenlos gerade. Ja, das war's. Nichts. Gar nichts. Holy shit. Holy shit. Wer ist es? Raftalia. Ach, Digga. Oh nein. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich in 300 Gems legit eine SSR gezogen habe, nämlich eine Unfeatured SSR mit 0,181818% und nicht Glass oder sowas oder Victoria, die 0,5% haben. Also ich habe legit eine Unfeatured gezogen, Frey, und bei der Treue einfach Raftalia bekommen. Bro. In 300 Gems eine SSR. In 300 Gems eine SSR. Holy shit. Das ist wirklich ehrenlos. Das ist wirklich ehrenlos. Komm, aber wenn wir schon hier sind, dann machen wir auch gleich weiter. Auch wenn wir 4 Gems fehlen, die würde ich aber gleich, glaube ich, von oben links einmal mitnehmen. Vielleicht haben die uns ja wieder welche gebracht. Okay. Eye-Flash. Stick Power, komm. Glass, Victoria. Einer von beiden muss jetzt kommen. Counter. Bro, 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 bro. Langsam wird es wirklich zu ehrenlos. Langsam wird es wirklich zu ehrenlos. Das werden womöglich die unluckigsten Sums, die es auf YouTube gibt. Die es legit auf YouTube gibt. So ein Ding ist es nämlich. Holy shit, Digga. Das ist wirklich ehrenlos. Ich glaube, wir können nicht mal eine noch machen. Ja, 4 Gems für uns. Ey, was? Was? Nehmen wir hier noch was mit. Gucken mal, ich habe noch gar nichts abgeholt. Können wir gucken, ob wir hier noch ein paar Gems mitnehmen können. Kommt, kommt, kommt. 10 Gems, okay, nice. Das ist auf jeden Fall noch die Multi, die wir noch machen können. Vielleicht haben wir hier aber noch ein paar Gems. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nein. Die nehmen wir einfach nachher mit. 3 Gems. Okay, gut, alles klar. Wie viel haben wir? 39, okay. Hätte ich sowieso nicht noch eine machen können. Letzte Multi. Letzte Multi. 360 Gems, eine SR gezogen. Und nicht mal einen Collab-Charakter gezogen. Welches Schwert? Crazy Shit. Crazy Shit. Oh mein Gott, ich wurde komplett gescammt. Ich wurde komplett gescammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe eine SR in 390 Gems gezogen. Eine SR in 390 Gems. Das ist crazy. Ich sage immer so, ja, ihr dürft nicht erwarten, dass ihr die neuen Charaktere zieht und sowas. Natürlich, natürlich. Aber nur eine SSR in 390 Gems. Das sind mehr als 10 Multis. Das ist ehrenlos. Das ist richtig ehrenlos. Holy shit, Digga. Holy shit. Kann man nichts machen.
Dafür habe ich ein Raftalia-Dupe bekommen. Ob der mir jetzt was bringt, ist natürlich die andere Frage. Ich habe sie schon 3-6. Ich glaube, Naofumi habe ich 1-6. Da hätte er mir halt die Ultimate noch ein bisschen mehr geschmeckt. Ja, genau. Naofumi habe ich 1-6. Ich glaube, Kizuna und Philo habe ich auch 1-6. Ähnliche Ausrüstung. Ja, genau, 1-6. Wobei Kizuna euch auch 2-6 haben könnte. Ich glaube, ich habe sie mal gezogen, oder? Ne, auch 1-6. Aber schon trotzdem sehr, sehr ehrenlos. Holy shit, holy shit. Ey, ich hoffe bei euch allen, wenn ihr sammeln solltet, laufen die Sams besser als meine. Das war ja mal ein Massaker. Das Game hat mich so hoch genommen, von der Brücke geworfen und mich wieder aufgehoben und dann wieder von der Brücke geworfen. Holy shit, Digga. Was soll ich dazu noch sagen? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Das war's.